Vergessen wir in den kommenden Minuten die Sorgen des Alltags. Folgen Sie uns in den historischen Fellmeyer-Garten und erfahren Sie einiges über seine Geschichte. Der Fellmeyer-Garten gilt im Raum Schwechat als kleines Naturjuwel. Das ca. 6 Hektar große Naherholungsgebiet bietet heute zu jeder Jahreszeit viel Abwechslung für die ganze Familie. Die Geschichte des Areals inmitten von Schwechat geht auf Franz Fellmeyer zurück, der hier Mitte des 19. Jahrhunderts eine Textilfirma betrieb. Der Fellmeyer Garten steht in der langen Tradition der Schwechater Textilindustrie. Im 18. Jahrhundert ist hier in unmittelbarer Nähe auf den Gründen des Schlosses Altkettenhof die Neukettenhofer Zitz- und Kattunfabrik, eine Textilfabrik, gegründet worden, die auch eine eigene chemische Produktenfabrik dann betrieben hat. Es ist in unmittelbarer Nähe eine eigene Farbe kreiert worden, ein Grün. Das hat sich das Neukettenhofer Grün sogar genannt, also nach diesem Gebiet, nach diesem Ortsteil. Und diese Fabrik, diese Manufaktur, wie viele andere Manufakturen in dieser Zeit, hat da viele Weber, viele Arbeiter und Arbeiterinnen auch aus dem Waldviertel angezogen, die hierher gekommen sind nach Schwechat. Und weil so viele Menschen hierher gezogen sind und Arbeit gefunden haben, ist ein eigener Ortsteil entstanden, der lange Zeit bis 1938 auch unabhängig war, Neukettenhof. Neukettenhof, das ist auch heute noch der Ortsteil, gehört aber natürlich zu der Stadt Schwechat. Im Volksmund, hier umgangssprachlich, spricht man noch von Neudörfel. Das ist die unmittelbare Umgebung hier der Neukettenhofer Straße und angrenzend an den Fellmeyer Garten. Diese Fabrik hat durch den Lauf der Geschichte immer wieder die Besitzer gewechselt. Unter anderem war es die Grafenfamilie Fries, eine sehr renommierte Familie in der Habsburger Monarchie, die auch im Siebenjährigen Krieg gedient hatten. Und diese Familie Fries hat auch diese Textilfabrik geführt. Und irgendwann war es dann im Jahr 1866 soweit, dass der Textilfabrikant Franz Fellmeyer, nachdem der Fellmeyer-Garten benannt ist, die Fabrik übernommen hat. Und Franz Fellmeyer hat hier auch eben auf diesem Areal einen Gutshof errichtet, den Fellmeyer-Garten. Dieser Gutshof mit 3 Gebäuden, die noch heute hier stehen und unter Denkmalschutz stehen, diese Gebäude dienten der Fabrikantenfamilie als Naherholungsgebiet. Wie hat man sich das vorzustellen? Also man hat sich hier im Garten, so wie auch wir heute, die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, sich hier aufhalten, hat man sich hier aufgehalten. Man hat faktisch einen Selbstversorgerbetrieb geführt mit Obst, Gemüse, mit einem Ziergarten, mit Blumenhäusern, mit Tieren. Und man hat auch ein eigenes Salettl errichtet. Auch dieses besteht heute noch. Hier beim Salettl, einem Lusthäuschen inmitten des Fellmeyer-Gartens, konnte man das gesamte Areal überblicken. Eben jenen Gutshof, der aus Tierhaltung, Obst- und Gemüsezucht und auch aus einigen Blumenhäusern bestanden hat. Im Hintergrund ist die Schwechater Himberger Straße zu erkennen, jene Straße, auf der noch die Reste der alten Textilfabrik zu erkennen sind. Diese Textilfabrik, die eben auf die Gründung der Neukettenhofer Zitz- und Kattunfabrik im Jahr 1766 zurückgeht. Und 100 Jahre später, dann 1866, wurde die Fabrik von Franz Fellmeyer, dem erfolgreichen Unternehmer, übernommen. Bestand bis 1967 und von der Himberger Straße, so wie man auch heute den Fellmeyer Garten betreten kann, betrat auch die Familie Fellmeyer dieses Areal, das man als Gutshof betrieben hat und in den Sommermonaten als Naherholungsgebiet. Die Stadtgemeinde Schwechat hat dieses Areal, das dann viele Jahrzehnte brachgelegen ist, angekauft und in den 90er Jahren revitalisiert. Es ist Kulturzentrum, es ist Ort einer Sporteinrichtung, eines Restaurants und natürlich eben ein wunderschöner Park, wo wir uns über Fauna und Flora freuen dürfen und eben auch über eine sehr aktive Tierwelt hier. Bei manchen Wetterlagen können wir hier sogar unsere geliebten Schildkröten beobachten. Und natürlich, wie man sieht, die Menschen nutzen das auch gerade jetzt in der Zeit, um sich eben schnell mal an der guten, frischen Luft hier zu erholen oder durchzuradeln.